Also in dieser Ausstellung geht es eigentlich um das Publikum und es geht um das Öffentliche. Es geht um die Öffentlichkeit. Heutzutage ist das Publikum, sind die Besucher, sind die Menschen viel wichtiger geworden in der zeitgenössischen Kunst. Das war mal anders, denke ich. Es geht uns darum, eine Ausstellung zu machen, die nicht als elitäre Ausstellung daherkommt, wo für das Publikum eigentlich nichts mehr passiert, wo das Publikum nicht mit einbezogen ist, sondern es geht darum, gerade das auch zu thematisieren. Fragen im Sinne von, wie kommuniziert ein Werk eigentlich? Wie geht das Werk mit den Menschen um? Wie geht das Werk mit den Besuchern um? Wie können wir auch einen Dialog zwischen Werk und Publikum in Betracht ziehen? Ich kenne das Museum als ein hervorragendes Museum, sehr professionell geführt, ein Museum mit hohen Qualitätsstandards. Es ist ein wunderschönes Gebäude, nicht ganz einfach, aber die Transparenz des Gebäudes ist das, warum es eigentlich einem zu tun ist. Ich finde es interessant, wie das Haus sich mit der Landschaft verbindet und wie das Haus sich auch mit der Stadt verbindet. Kassel ist eine Kleinstadt. Es ist uns gelungen, in dieser kleinen Stadt eigentlich eine relativ große Anzahl von Leuten dafür zu begeistern. Ich denke, es gibt Vergleichbares zwischen Kassel und Bozen. Sie haben beide eine bisschen isolierte Lage, aber sie haben etwas Interessantes. Sie haben einen Mehrwert und in Bozen liegt dieser Mehrwert in dieser Zweisprachigkeit, liegt dieser Mehrwert darin, dass wir hier am Fuße der Alpen imstande sind, mit vielen Kulturen zusammen zu denken über die Zukunft der Kunst.